Servus Leute und Hallöchen und herzlich willkommen in einem neuen Monat. Ja, wir starten einfach mal mit der allerersten Woche vom August und dann würde ich auch mal sagen, legen wir gleich los. Ich habe diesmal nur den Umschlag mit nach oben gebracht, denn das Heftchen habe ich irgendwie, keine Ahnung, in der Eile hier gerade vergessen gehabt. Ich weiß auch nicht, was los ist. Aber naja, wir beginnen dann quasi in der allerersten Woche. Ich werde das Blatt hier mal wieder herausnehmen. Das ist dann für mich doch wesentlich einfacher. Zu diesen Blättern hier, die findet ihr übrigens in der Infobox. Da ist es verlinkt und zwar findet ihr das auf meinem Etsy-Shop. Und den Link dazu, wie gesagt, habe ich euch mal in die Infobox unten gepackt. Jetzt mache ich das mal wieder zu hier und tue das beiseite legen. Und dann können wir uns um die allererste Woche kümmern. Wir sind diesmal zweimal einkaufen gegangen. Also wir waren auch einmal ganz kurz beim Aldi. Und dann waren wir heute wieder beim Rewe. Wir haben es jetzt heute mal am Freitag geholt, denn wir wollen eigentlich morgen in den Playmobil Funpark. Und das Problem ist beim Funpark momentan, aufgrund von der Corona-Situation, müssen wir einen bestimmten Tag aussuchen. Und der Tag morgen wird wahrscheinlich sehr regnerisch werden. Aber naja, so ist es jetzt halt einfach leider. Ich schreibe jetzt hier mal Lebensmittel rein. Was anderes habe ich nicht gemacht. Tanken müsste ich aber demnächst mal wieder. Ist aber momentan echt richtig teuer geworden. Also das teuerste war bei uns 1,63. Ich glaube, ich wäre fast aus meinem Auto rausgeflogen, als ich das gesehen habe. Ich teile das jetzt hier einfach mal kurz auf. Wir waren einmal beim Aldi, dann beim Rewe. Dazu sage ich dann auch gleich noch etwas. Und haben dann noch kurz etwas beim Kaufland geholt. Wenn ich sage wir, meine ich beim Aldi, sind mein Mann und ich hingegangen. Beim Rewe und beim Kaufland war mein Mann heute alleine und hat den Einkauf abgeholt. Beim Rewe haben wir insgesamt 82 Euro glatt ausgegeben. Immer diese Kassenzettel. Ausgaben gesamt, Rewe 82 Euro. Und beim Aldi haben wir insgesamt 23,84 €. Da ist der Aldi. 23,84 €. Jetzt habe ich das Eurozeichen dahinter. Kriege ich nicht mehr hin, verdammt. Ist ja auch egal. Beim Kaufland waren es dann 4,07 €. So, wieso, weshalb, warum so viel Gemetzel und Gehetzel? Wir haben ein Gericht geplant gehabt und dafür habe ich mal wieder vergessen gehabt, das Fleisch aus der Gefriere rauszuholen. Also in einer halben Stunde sollte das Essen gefühlt auf dem Tisch stehen oder auch meinetwegen in einer Stunde und bis dahin wäre es nicht mehr aufgetaut. Also sind wir einfach schnell zum Aldi geflitzt, weil ich mir da auch einen Haferdrink mit Mandeln holen wollte. Den hat meine Mutter nämlich mitgebracht zum Probieren und der war so lecker, dass ich den unbedingt nochmal nachkaufen wollte. Ja, gesagt, getan, sind wir dann natürlich zum Aldi geflitzt bzw. gefahren mit dem Auto. Und ja, dann hat man halt sich das geholt und ach, der Salatkopf sieht so lecker aus und oh mein Gott, wir könnten ja mal wieder Eis holen. Das Resultat sieht man, wie gesagt, auf dem Kassenzettel und auch hier. So, deswegen sage ich, ich gehe so ungerne einkaufen, weil ich da einfach, ich bin ein Impulskäufer. Wenn mir etwas gefällt, dann nehme ich das einfach mit. Wenn das online ist, dann ist es komischerweise nicht so. Denn dann landet vielleicht mal was in meinem Einkaufswagen, dann denke ich mir wieder, ach nee, brauch's gar nicht. Komm, das kommt wieder raus, ne? Ah, schlimm, schlimm, schlimm. Okay, jetzt rechnen wir das einfach mal zusammen. 1,1469,01. Ich habe eine komische Rechenweise, ich weiß schon. Dann muss ich das noch gegenrechnen. Also die restlichen Wochen werden dann etwas weniger ausfallen. Aber naja, es ist halt jetzt einfach mal so, wie es ist. Wir haben jetzt halt dann noch 290 Euro. Ich habe es mal hier noch droben. 290 Euro haben wir dann noch gesamt übrig. Das schreibe ich jetzt mal hier bei den Lebensmitteln rein. Da mache ich jetzt mein Eurozeichen mal wieder hin. 9,0. Deswegen schreibe ich auch immer von hinten, weil es dann doch ein klein wenig praktischer ist. So, ich hoffe, dass man das erkennen kann. Und jetzt muss ich das Ganze noch durch 3 teilen. Naja, das geht ja noch. Dann haben wir jetzt pro Woche noch
Ja, 96 Euro und eigentlich rundet man auf. Ich weiß, ich sag's bloß lieber immer wieder dazu. Normalerweise würde man auf 70 aufrunden, aber bei dem Geld mache ich das jetzt nicht. Gut, dann haben wir zumindest noch knapp 100 Euro die Woche übrig. Wegam Rewe, das wollte ich jetzt einfach auch noch hier mal kurz dazu sagen. Ich flogge heute den Tag über auch ein klein wenig. Ach, halt. Erstmal Geld zählen, ob das auch passt. Und dann können wir den Rest machen. Also 290, 100, 250, 60, 70, 80, 90 und 9 Cent müssten es sein. 5, 6, 7, 8, 9. Okay, passt. Dann kommt das wieder in den Umschlag hinein. Den muss ich halt jetzt einfach dann nochmal so mit runternehmen. Aber ich denke mal, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich hatte es auf Instagram gepostet gehabt, weil ich echt stinksauer gewesen bin, dass ja beim letzten Rewe-Einkauf komplett alles von der Frischetheke gefehlt hat. Habe ich das auf Instagram gepostet. Dann ist Rewe darauf aufmerksam geworden, hat mir geschrieben, dass ich doch bitte die Bestellnummer und so weiter ihnen zukommen lassen soll, damit sie sich da eben ja gezielt darum kümmern können. Haben sie dann auch gemacht. Also ich habe dann auch E-Mails bekommen und ich habe sogar aus dem Rewe-Markt dann einen Anruf erhalten, wo sich die Dame dann auch nochmal entschuldigt hat und gesagt hat, sie möchte mich auf keinen Fall als Kunden verlieren. Ist ja logisch, ne? Dass man das nicht möchte, wenn man schon einen Kunden hat, weil ein verlorener Kunde sind 10 verlorene Kunden und ein gewonnener Kunde sind 2 gewonnene Kunden, ne? So nach dem Motto. Und ich habe dann auch gesagt, ich bin ihnen überhaupt nicht böse. Es kann immer mal was passieren, das ist menschlich, wir sind alle nur Menschen. Ich war an diesem Tag einfach wirklich dann so sauer. Ich habe der Dame das auch erklärt und habe gesagt, naja, aufgrund dessen, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, dann hätte mein Mann diesen Auffahrunfall nicht gehabt. Es ist nichts Schlimmes passiert, es ist lediglich ein Blechschaden entstanden. Und da sage ich auch immer, Blechschaden kann man reparieren, aber an anderen Schaden nicht, wenn ihr versteht, was ich meine. Und klar, da sind die Gemüter dann natürlich ein bisschen hochgekocht, wobei ich echt ruhig geblieben bin. Also ich habe einfach nur gesagt, dass ich es halt einfach bescheiden gefunden habe, dass das einfach gefehlt hat. Und dann kam auch noch so ein, ja, unüberlegter Kommentar von einer Zuschauerin, die dann meinte, naja, man sei ja verpflichtet, das Ganze zu überprüfen. Es sei ja wie bei McDonald's und so weiter und so fort. Das Problem ist allerdings, McDonald's, das ist einfach ein Schnellrestaurant und das kannst du mit einem Rewe nicht vergleichen, weil der Rewe, das ist einfach ein ganz normaler Einzelhandel, ein Lebensmitteleinzelhandel. Ja, aber es ist keine Gastronomie, ne? Also, das ist kein Schnellimbiss, wo du einfach mal hingehst und sagst, ey, ich hätte bitte gerne mal eine Currywurst, ne? Und dann kaufen die dir das Zeug ein und verpacken es und richten es her. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Den Kommentar, ich weiß nicht, was die Dame sich dabei gedacht hat. Vielleicht hat sie sich was dabei gedacht, aber anscheinend nicht so wirklich richtig. Und da habe ich mir dann auch noch so gedacht, okay, wenn mir jetzt hat, wir waren ja in zwei, genau, in zwei, wir waren in zwei verschiedenen Rewe-Märkten. In dem ersten, der ist halt schon etwas weiter weg von uns, jetzt nicht so viel weiter, aber die Fahrt dahin ist einfach blöd. Bin ich ganz ehrlich. Und dann haben wir immer wieder, beziehungsweise ich habe dann immer wieder mal geschaut gehabt und habe dann einen eben in der Nähe gefunden und habe gesagt, komm, dann wechseln wir jetzt einfach mal den. Die haben den Service ganz neu ausprobiert bei sich und neu eingeführt und klar, da muss man sich auch erst einmal als Team einspielen. Das steht komplett außer Frage. Also wie gesagt, ich will da niemanden ankreiden, definitiv nicht. Dann sind wir halt, wie gesagt, zu dem jetzt gewechselt und bei dem vorherigen Rewe hat immer wieder mal ein Drümmler gefehlt. Wir haben es mal auf dem Parkplatz auch gemerkt gehabt, dass da eben was fehlt. Und dann sind wir auch nein und haben das gesagt. Und da hat uns auch der Chef gesagt, das darf nicht passieren. Wir müssen uns auf diesen Service verlassen können. Das hat er uns immer wieder explizit gesagt. Da haben dann zum Beispiel auch Erdbeeren gefehlt gehabt. Da ist mein Mann dann extra nochmal losgefahren. Der hat sich natürlich entschuldigt, der Chef. Und dann kam er wieder, die haben beide nicht auf diese Verpackung draufgeschaut. Ich habe die Verpackung einmal genommen, verschimmelt, cool. Ich habe dann aber ehrlich gesagt auch nichts weiter dabei gesagt, weil ich mir gedacht habe, komm, das kann ja auch immer passieren, okay, gut. Aber wenn dann halt sowas Gravierendes, ich meine, bei dem Rewe ist bis jetzt noch nie etwas vorgefallen. Das ist das allererste Mal gewesen, dass bei dem neuen Rewe, wo wir jetzt sind, dass da etwas nicht gepasst hat und dann war es halt gleich so gravierend. Die eine Kollegin hat anscheinend das Backel nicht gescannt, also von der Frische Abteilung. Das ist dann in so einer, also
Ich weiß nicht, ich war bei dem Rewe noch nie drin. Ich war beim ersten Rewe mit drin. Aber beim ersten Rewe war es immer so, dass es in so einer schwarzen Box drin gewesen ist, die dann halt im Kühlschrank war, weil das ja gekühlt werden muss, damit die Kühlkette eben nicht unterbrochen wird. Und das hat die Dame offenbar vergessen zu scannen. Ich meine, das kann immer mal passieren. Wie gesagt, wir sind alle nur Menschen und wenn das neu eingeführt wird, dann muss man sich da auch erstmal als Team einspielen. Mich hat es halt wirklich so dermaßen genervt, dass A, mein Mann das nicht mitgecheckt hat, dass das Ding komplett gefehlt hatte. Ich weiß nicht, der war anscheinend da total verpeilt, obwohl er bei dem Einkauf mit involviert gewesen ist, wo wir den gemacht haben, beziehungsweise wo ich ihn erstellt habe. Und er wusste eigentlich, dass wir was von der frischen Theke geholt haben. Ja, dann, wie gesagt, ist er halt nochmal hin, hat es geholt, die Dame hat sich mords entschuldigt und so und dann ist er halt zurückgefahren. Auf dem Rückweg ist dann halt ein Auffahrunfall passiert. Wie gesagt, ist nichts Dramatisches gewesen. Ich bin dann losgefahren und habe das geholt gehabt. Das habe ich ja, glaube ich, im letzten Video eben schon erwähnt gehabt, beziehungsweise in meinem letzten Update, da wo das Fazit dann vom Juli gewesen ist. Und ja, da war ich dann natürlich auch dermaßen geärgert, habe das der Dame halt auch geschildert, habe gesagt, hey, das und das ist passiert, sie hat sich mords entschuldigt, das heißt, sie könnte ja nichts für den Unfall, aber es war halt einfach scheiß ärgerlich, dass wenn er dann extra nochmal los hätte, weil wenn das nicht gewesen wäre, das ist dieser typische Schmetterlingseffekt, wenn das nicht gewesen wäre, dass die den vergessen hätten, dann wäre mein Mann nicht losgefahren, beziehungsweise hätte nicht losfahren müssen und dann wäre dieser Auffahrunfall auch nie passiert. Na? Ja, wie dem auch sei, die haben sich dann wirklich mordsmäßig entschuldigt, ich habe dann auch E-Mails bekommen und so weiter und so fort und ich habe auch der Dame gesagt, sie werden mich definitiv als Kunden nicht verlieren, ich mag den Service total, es ist halt nur ärgerlich gewesen, dass man 2 Euro für den Service zahlt, da muss man noch immer hinfahren, ich meine, es ist ja auch Zeit, die einem da drauf geht und Benzin ist ja auch nicht umsonst, gerade bei den jetzigen Preisen, ne? Wo der Liter schon knapp 2 Euro kostet, ne? Ja, ich habe dann auch einen Blumenstrauß bekommen. Ich mag Blumen eigentlich überhaupt nicht, aber ich habe einen bekommen. Als Wiedergutmachung ist ja meistens so der Fall, ne? Dass man halt Blumen geschenkt bekommt. Es ist so typisch, sage ich mal. Aber es ist eine nette Geste und das erkenne ich natürlich auch an. Und ich habe auch, Dankeschön, danke, danke, lieber Rewe. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Zufall gewesen ist. Sie haben mir eine Packung Raffaello mit reingetan. Ich liebe Raffaello. Dankeschön auf jeden Fall nochmal. Ich liebe Raffaello wirklich so sehr. Von dem her werde ich definitiv weiterhin beim Rewe meinen Haupteinkauf machen. Bloß für das, was wir beim Aldi eigentlich holen wollten. Wir wollten nämlich eigentlich bloß ein Hühnchen holen, also so ein Hühnerbrustfilet. Da wollte ich dann nicht extra zum Rewe tuckern, sondern habe halt den nächstgelegenen Aldi genommen, weil eben auch, ich weiß nicht, ich müsste mal beim Rewe online gucken, ob die diesen Haferdrink auch haben. Weil dann würde ich den beim Rewe einfach bestellen. Aber deswegen sind wir dann auch zum Aldi gegangen. Und wir haben jetzt dann nochmal beim Kaufland was geholt. Weil manchmal ist ja beim Rewe, ich weiß nicht genau, wie das da abläuft, auf jeden Fall, waren dann halt bestimmte Produkte nicht verfügbar. Und für manche hätte ich dann einfach mehr zahlen müssen. Und auf dem Rückweg kommen wir eh beim Kaufland immer vorbei. Von dem her hat mein Mann da einfach nochmal einen kurzen Schlenker gemacht, ist zum Kaufland gefahren und hat da dann einfach dann noch, was hat er überhaupt geholt gehabt? Ich glaube, Weißwurst und Blätterteig. Das hat er dann auch geholt. Ich werde auch mal schauen, wie ich das hier mit dem Bullet Journal machen werde, denn das hier möchte ich ja privat halten, zumindest einen Teil davon. Und ich habe ja hier auf der anderen Seite auch meinen Kalender. Und das sind dann natürlich auch immer Videos, beziehungsweise ich schreibe da rein, was ich halt für Videos geplant habe. Das möchte ich natürlich nicht unbedingt so offen mit euch teilen, denn das soll ja auch eine Überraschung sein, was ich dann eben so geplant habe. Von dem her muss ich mal gucken, ob ich diese wöchentliche Übersicht nicht eventuell irgendwo dahinter oder so packe. Oder ich tue einfach immer den Umschlag hier drauf. Ist ja auch egal, wie ich es mache. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon am Ende von dem Video angekommen. Wie gesagt, diese Blätter hier findet ihr auf meinem Etsy-Shop, beziehungsweise diese Vorlagen hier. Das ist, wie gesagt, unten in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr sehr gerne mal vorbeigucken. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ein kostenloses Abo könnt ihr auch immer hinterlassen. Das ist, wie gesagt, komplett kostenlos für mich. Und ihr würdet mich auch sehr gut unterstützen, wenn ihr mir einen Kommentar unter meinem Video dalassen würdet für den YouTube-Algorithmus. Und ja, genau, wenn ihr mich dann übrigens auch abonniert, aktiviert am besten gleich die Glocke, denn dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Der Uploadplan ist Montag, Mittwoch und Freitag jeweils um 10.30 Uhr. Von dem her wollte ich euch einfach mal bloß Bescheid geben. Und jetzt kommt, ich tue es glaube ich mal lieber so rein, jetzt kommt das noch hier rein, wird zugemacht und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.